Ein Hallöchen und recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Satisfactory Plus in der Einsteiger-Guide-Serie. Genau, ich habe jetzt schon mal das Material für die verbesserte Fertigung schon mal fertig gemacht. Denn das wollte ich euch nicht auch noch antun. Beziehungsweise das hätte einfach zu viel Zeit gekostet. Deswegen würde ich sagen, wir schalten die jetzt mal eben direkt frei, ne? Hauen die 200 Bleiplatten da rein. Das hauen wir da rein und dann heißt es Atage. So. Was haben wir jetzt neu? Lass uns mal gucken. Da ist nichts neu. Da ist auch nichts neu. Da ist auch nichts neu. Da auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Und da auch nicht. Okay. Gut, was wäre jetzt das nächste? Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Das nicht. Bessere Förderbänder? Hm, nee, noch nicht. Glaswände? Hm, ja, könnte man drüber nachdenken. Bräuchten wir aber nochmal 1000 von dem Dingens. Das können wir aber erstmal in Ruhe produzieren. Blaupausen auch nicht. Das ist Quatsch. Das wäre eine Idee. Dann könnten wir direkt vernünftig arbeiten. Aber wir müssen tatsächlich Richtung Belohnung raus. Das heißt, wir müssen Richtung Zinkplatten. Tatsächlich. Schmelzmodul ist Quatsch. Ja, wir müssen hier Bronzerahmen und so weiter. Bronzeplatten, das läuft dann unter Legierung, ne? Ja, genau, das wäre dann das nächste, was wir freischalten müssen. Genau. Zinndraht, ja, das ist das nächste, was wir anpeilen müssen. Definitiv. Okay, gut, dann werde ich jetzt aber noch mal eine Sache noch mal eben schnell umbauen. Bevor ich das nämlich vergesse. Also ihr merkt schon, es ist schon recht viel, was man jetzt dafür dementsprechend braucht. Und wir haben eigentlich noch keine großartige Produktion am Laufen, aber ich würde es ganz gerne halt, wenn, direkt ganz gerne einmal richtig aufbauen. So, ist er leer? Ja, er ist leer. Perfekt. So, ich würde es ganz gerne nämlich jetzt einmal so machen, dass wir hier nochmal Produktion, Schmelzofen hinbauen. Der wandert dann nämlich nach dahin. Dann werden wir den hier nämlich auch nochmal eben umbauen. Den nach dahin. Dann machen wir nämlich hier nochmal einen hin. Eben kurz ein paar Eisenstangen machen. Warte, 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 wir machen das so. So, zack. So. Da würde ich auch nur Eisenstangen fehlen. So, dann holen wir hier nämlich direkt die Zinnbarren nämlich raus. So, hier nämlich Bleibarren und hier nämlich einmal Zinnbarren. Genau, dann kann er die nämlich direkt machen. So, wie sieht es denn hier aus? 138, da kommt da jetzt nicht so viel ran. So, hält sich auch in Grenzen. Wir müssen später halt nur gucken, dass wir alles irgendwie 1:1 auch dementsprechend dann wegkriegen. Aber hier können wir jetzt mal wieder ein bisschen Beton rausmachen. Schon mal ganz gut. Wie viel haben wir noch hier? 126. So. Also, wir fügen schon mal hinzu.
Beton. Okay. So, dann können wir schon mal die... warte mal eben. Eisenblech, das können wir schon mal machen, die 100 Stück. Die haben wir ja schon. Zack. Machen wir das Eisenblech. So, jetzt brauchen wir... Ja, Zinndraht, ne? Da können wir nochmal eben das Rubite verkloppen. Genau, ich mache dann nochmal eben das Rubite weg. Mach das Material schon mal so bald fertig und dann, jo, geht's gleich weiter, ne? Also, jetzt haben wir schon mal die 250 Zinnblech schon mal fertig. Jetzt fehlen nur noch die Bleigeschichte und die 500 Zinndraht. Dafür brauche ich aber noch ein paar Zinnbarren. Sonst wird das Ganze nämlich nichts. Wie viel haben wir jetzt hier? Ja, das sollte erstmal reichen. Und das sollte auch reichen. So, dann machen wir jetzt die Dinger noch eben fertig. So, jetzt machen wir erstmal die Bleiplatten. Bleiblech, kann ich auch schon machen, okay. Müssen wir mal 200 brauchen, ne? Das geht jetzt relativ schnell. So, wenn wir die 200 fertig haben, dann müssen wir noch ein bisschen Zinndraht machen. Dafür brauchen wir... Moment, was brauchen wir denn dafür? Zinnstange, glaube ich, ne? Ja. So, da haben wir die 200. Und jetzt brauchen wir noch 498 Zinndraht. Weil zwei habe ich noch auf Lager. Oh, knapp 250 Stück davon, ne? Oh, ne. Ja doch, 250 von den Zinnstangen. Wir müssen mal gucken, wenn wir so die Produktion aufbauen. Gerade so ganze Drahtgeschichte, ne? Dass wir das nicht über die ganzen Stangen oder was machen müssen. Sondern, dass wir da direkt das Alternativrezept nehmen. Erstens mal spart es Platz und zweitens mal spart es Strom. Ja, deswegen müssen wir da auf jeden Fall mal gucken, dass wir dann eine Festplatte holen. So, ein, zwei... Müssen wir dann mal gucken, welche wir holen können. So, dann haben wir gleich davon auch den ganzen Spaß fertig. So, okay, dann können wir das jetzt auch freischalten. Das und das rein. Und let's go. Perfekt. So. Also, dann wäre das nächste, was gut wäre. Ja, wir müssen dann ja quasi, ja, Kupfer, den haben wir. Ja, wir müssen dann ja quasi hier, warte mal, Kupferrohre.
Bronzerahmen. Das wäre jetzt, was wir, glaube ich, das nächste, was wir freischalten müssen, weil wir hier die 400 Zinkplatten brauchen, ne? Genau, sonst wird das nämlich nichts. Also müssen wir tatsächlich jetzt erstmal hier ran. Müssen die Geschichte erstmal machen. So, das könnte jetzt ein bisschen lustig werden. Wir brauchen nämlich jetzt einen Haufen an Kupfer. Da würde ich sagen, ich mache schon mal eben schnell die 200 Kupfer. Schienen. Oder das machen wir jetzt ohne Schnelldurchlauf und dann müssen wir gleich nochmal gucken. Wir müssen dann nämlich direkt Bronzebarren machen. Und dafür brauchen wir einen Haufen an Kupfer. Genau. Dann müssen wir dann gleich mal gucken, wo, wie wir das machen. So, aber die 200 Kupferschienen, die können wir auf jeden Fall schon mal machen. Das ist nicht das Problem. Und das geht ja eigentlich auch relativ zügig. Dann haben wir die nämlich auch schon mal weg. Und sobald wir dann die Zinkplatten und die Belohnung dementsprechend haben, ab da können wir dann den Anfang in Ruhe aufzubauen. Aber wir müssen dann mal gucken, dass wir ein bisschen was im Shop freischalten. Und dass wir so einige Sachen direkt ein bisschen vernünftiger aufbauen können. Und dann müssen wir einfach mal gucken, ne? Kommt Zeit, kommt Rat. So ist das halt. Ja, und auch gerade hier für die Bronze-Geschichte brauchen wir auch noch Kupfer, ne? Weil wir müssen dann gleich eine Gießerei bauen. Wir können jetzt, glaube ich, auch nämlich modulare Rahmen machen, genau. Da müssen wir nämlich jetzt erstmal gucken. So, die haben wir schon mal fertig. Achso, der Frachter geht jetzt noch nicht zurück. So, aber was wir auf jeden Fall schon mal brauchen, ist eine Gießerei. Das ist schon mal ganz klar. So, wir brauchen erstmal noch 15 Bleiplatten. Das kriegen wir hin. So, weg. Dann brauchen wir 10 modulare Rahmen. Und dann brauchen wir 10 verstärkte Eisenplatten. So, jetzt brauchen wir erstmal Eisenstangen. Dann brauchen wir erstmal einen Haufen Eisendraht. So. Dann müssen wir nochmal Eisenstangen machen. So, modulare Rahmen können wir noch nicht. Da fehlen mir jetzt noch die Eisenplatten für die 10 Stück. So, dann können wir jetzt schon mal eine Gießerei bauen. Die baue ich aber jetzt nicht hier hinten hin. Sondern die baue ich einfach mal hier hinten irgendwo erstmal in die Pampa rein. Und die kriegt dann nämlich auch gleich eine eigene, ja, ich nenne es mal Stromquelle. Genau, wir bauen jetzt erstmal hier eine Gießerei. So, weg. Einmal dahin. Dann bauen wir davor 2 Container. Dafür brauchen wir erstmal Eisenstangen. Eisenstangen. Machen wir ruhig eben kurz ein paar mehr. So, dann werden wir jetzt mal eben die Container davor setzen. Einmal. Zweimal. Warum geht das jetzt nicht?
Raube fehlt. Ach ja, so. Was brauchen wir? Wir könnten das eigentlich auch anders machen. Warte mal, ich habe da eine bessere Idee. Das könnte vielleicht auch ganz gut funktionieren. Können wir mal gucken. Weil an sich der Anteil an Kupferbarren ist ja wesentlich höher, den wir brauchen. So, pass mal auf, lass uns mal hier. Okay, jetzt brauchen wir erstmal Eisenblech. Pass auf, ich guck mal eben. Fundamente. Können wir nochmal Material für 100 Fundamente fertig machen? Ja, pass auf, ich mache dann eben schnell Material für 100 Fundamente fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, gut. Damit haben wir jetzt ein bisschen was fertig. Und dann können wir nämlich jetzt mal eben das Ganze hier ein bisschen erweitern. Weil, wie gesagt, der Kupferanteil ja sowieso höher ist als der Zinnanteil. Und ich denke, deswegen kann man auch ganz gut damit arbeiten. Okay. So, wie gesagt, hier ist ja der Zinnanteil. Dann würde ich sagen, baue ich hier jetzt die Gießerei hin. Zack, zack. So. Dann werden wir hier das dahin bauen. Das dahin. Hier vorher wird ein Container gesetzt. So. Der geht dann dahin. Wir machen dann die Bronzebarren. Ja, und jetzt müssen wir natürlich erstmal ein bisschen Kupfer organisieren, ne? Genau, jetzt machen wir erstmal eben kurz hier vorne die Kupferbarren noch fertig. Machen wir auch eben kurz im Schnelldurchlauf. Ich hole nochmal eben schnell das Kupfer von hier oben. Und dann können wir dann auch direkt loslegen. Aber ich weiß noch gar nicht, wie viel Dingens ich dafür überhaupt brauche. Wie viel Kupferbarren. Also wir können das ja mal eben relativ schnell rausfinden. Ich mache mal hier kurz die Schrauben eben fertig. So. Dann lasst uns mal eben die wieder rausnehmen. So, wir brauchen 200 Bronzeplatten. Wo sind denn die Dinger? Immer 300. So, Bronze Beams brauchen wir auch 200. Also brauchen wir insgesamt 440 Bronzebarren. Ja, das ist nicht ohne, würde ich sagen. Achso, dann müssen wir eben das Kupfer fertig machen, ne? Genau, dann werden wir nämlich jetzt einmal das ganze Kupfer eben fertig machen, dann da einmal in den Container anpacken und dann kann erstmal ein bisschen Bronzebarren produziert werden. Würde ich sagen, ne? So machen wir das. Okay. Würde ich sagen. Bis gleich. So, das hat natürlich jetzt erstmal ein bisschen gedauert, ne? So, jetzt machen wir mal Folgendes. Ich werde nicht alles komplett Kupfer da reinpacken, sondern ich werde auch mal hier ein bisschen, also ich packe auf jeden Fall, mal ganz kurz, also 200, 400, 600. Also die packe ich auf jeden Fall rein. Ja, und werden wir jetzt mal eben hier hinten schnell Fundamente hinsetzen und dann werden wir so, so und dann geht der
Einmal direkt da drauf. So, und damit laufen die ersten Bronzebarren vom Band, was schon mal ganz gut ist. So, 440 Stück brauchen wir. Ich denke, das könnte ganz gut klappen. Sollte auch relativ zügig gehen. So, dann würde ich sagen, werde ich mir jetzt noch mal ein bisschen Biomasse machen. Und wir werden die Folge dann jetzt quasi erstmal hier auch beenden. Das war 33 Minuten. Ich mache mir jetzt noch ein bisschen Biomasse. Und ich würde dann sagen, gehe ich noch ein bisschen Biomasse farmen. Dass wir dann, dass ich nochmal die Dinge jetzt nochmal auffüllen kann. Die Biomasse-Generatoren, also ich muss jetzt mal gucken, so 600 Biomasse brauche ich auf jeden Fall noch. Aber erstmal muss ich ein bisschen was mit der Kettensäge machen und das braucht die Offscreen nicht zu sehen. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Bis dahin. Ciao, ciao.